So Leute, wir haben ja schon viele Positionen gezeigt hier in diesem Format. Heute ist der gute Don Arts mal dabei, Jungler von Big. Und ja, ich habe glaube ich noch nie in diesem Coaching-Dingsbums hier Jungle gemacht. Deswegen freue ich mich gerade mega, dass du hier bist und dass du mir helfen möchtest. Du bist ja schon länger in der Szene tatsächlich tätig, ne? Ja genau, ich spiele jetzt seit 2 Jahren in der deutschen Szene, außerdem immer Jungle. Außer ein Split habe ich Support gespielt für ESG. Und jetzt gucken wir mal, dass wir aus dir auch einen guten Jungler machen. Oh ja, das wird auf jeden Fall eine krasse Aufgabe. Also streamst du selber auch oder hast du einen YouTube-Kanal oder sowas? Oder? Ich streame ab und an auf Twitch auch, heiße da Don_Arts, aber das eigentlich nur, wenn mein Internet am Start ist. Ansonsten habe ich Twitter, Instagram. Jeder andere, aber YouTube habe ich leider keins. Okay, ja, wird alles natürlich in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir werden natürlich für Jungle queuen und jetzt natürlich fragen, was nimmst du immer Second Roll? Immer als zweites Mitte, weil dann kriegst du dann eher noch. Ja, also viele queuen ja für Mitte offensichtlich, ne? Ja. Alle wollen immer irgendwie in die Mitte. Das bedeutet, da können wir dann wahrscheinlich eine hohe Chance bekommen. Dann am besten gleich Grace spielen, dann können wir auch 1,25 machen und dann machen wir das, wird bestimmt gut. Was würdest du jetzt bannen? Was ist gerade so, gerade für Graves, nicht das beste Matchup? Also, wenn man rein für Matchup bannen will, dann ist wahrscheinlich Xin Zhao. Mhm. Das ist auch das Einfachste, was man gegen Graves spielen kann. Mhm. Dann gibt es noch Kindred, die ganz gut ist gegen Graves, aber wahrscheinlich gegen einfach Xin Zhao. Okay. Auch wenn wir Last Pick sind sozusagen? Ja, machen wir. Okay. Xin ist super easy. Die Leute. Perfekt, du bist sehr schlau, weil ich bin sehr kacke in sowas. Ich brauche sehr, sehr lange. Was nehmen wir mit? Precision. Also ich habe früher mal mit Fleet Footwork gespielt. Ich denke, das können wir noch immer noch machen. Okay. Dann gehe ich für Triumph. Das in der Mitte. Ja. Und dann für Attack Speed links. Und dann für Coup de Grâce das ganze links. Mit damit an Low Life Target. Und dann Second würde ich wahrscheinlich für Sorcery gehen. Okay. Und dann für Waterwalking und Absolute Fokus. Okay. Das ist in der mittleren Reihe rechts. Okay. Jetzt geh einfach für Attack Speed, AD und ich meine, ja genau. Und Rüstung. Jetzt haben die Gegner Kindred gepickt. Das ist nicht so das beste Matchup für dich, aber ist egal. Die Stumps die sowieso. Und jetzt bin ich mir da nicht ganz sicher, weil in loweren Elos da startet eigentlich fast jeder Junglerbot, oder? Geh ich von aus, ja. Gut, dann werden wir das neben dem auch machen, wir werden die Bots invaden. Oh, ja, Das wird jetzt so laufen, die laufen da rein quasi bei 1,25 und du gehst in den Red Buff rein und die machen den gerade und dann fightet die einfach. Und wenn du den Red Buff sogar bekommst, dann ist es komplett over, weil dann bist du Level 2, hast den Red Buff und kannst die Gegner komplett ficken. Komplett ficken, nice. So, gut. Auf Machete, Red Trinket und diesen Pot, genau. Und jetzt pingst du am besten schon mal diesen kleinen Busch da, wo ihr, da, genau den, ping am besten mal schon und ping für Help am besten. Und dann wartest du einfach, jetzt schreibst du nochmal in den Chat. We go to the red at 125. Oh Mann. Oh, die gehen aber da unten lang. Ping die einfach weg. Die sollen einfach zu dir kommen. Einfach in den Busch rein, genau. Und dann, sobald ihr da reinlauft, bei 1,25 läufst du aus dem Busch los und dann machst du Red Trinket an und fokus direkt den ersten Gegner. Okay. Trust me. Ja. Genau. Einfach was zeigen, was die Hosen was, was du skillst eh. Okay. Das, damit lädst du auch nach. Also wenn du nur noch eine Patrone hast oder gar keine mehr, dann kannst du damit nachladen. He is pro for sure. Die wissen schon direkt, was abgeht. Wenn das jetzt fehlschlägt, ne? Haben wir die nächsten 30 Minuten hier keinen Spaß mit dem Spiel. Das wird gut, vertrauen wir. Oh, die wird warden wahrscheinlich. Okay, geh einfach rein. Einfach mit reingehen. Dein Team kommt am besten mit. Jetzt kannst du Red Trinket anmachen. Jetzt siehst du gleich, ob die da im Busch stehen schon. Ja, da sind die. Warte auf dein Team am besten. Team am besten, genau. Oh. Okay, geh einfach mit deinem eigenen Buff. Okay, das lief nicht so gut. Die hat tatsächlich gewordet. Ja, was zum Blumen. Soll ich nicht smiten, oder? Nee, brauchst du nicht. Du kitest den einfach. Also du rennst einfach immer so in der Range an den Rand, dass du quasi deinen vollen Damage vom Autotech bekommst, aber dass er dich nicht angreifen kann. Und jetzt bei den Mobs kannst du auch immer nah rangehen, dann machst du nämlich mehr Damage mit Graves. Soll ich smiten, oder? Das kannst du smiten, wenn er los. Ein Autotech und smite, genau. Oder so. Jetzt kannst du einfach hochdashen zum Grom. Ah, du hast kein Dash mehr. Nevermind, renn einfach zum Grom. Okay, sehr interessant. Du solltest fein sein. Okay. Und kite den Grump am besten nach oben links raus, damit du gleich sehen kannst, ob der Silas dich invadet. Weil wenn der jetzt gleich kommt, dann musst du bereit sein direkt. Silas war nicht da, du kannst noch weiter wieder nach unten laufen. Jetzt rennst du einfach hier runter und kitest den weiter. So, du musst eigentlich auch nicht base gehen, du kannst weiter jungeln. Und du machst halt einfach jetzt einen Full Clear. Der Silas könnte eventuell jetzt, der wird jetzt Top ganken gehen, du kannst auch deinen Topliner wegpingen. Am besten. Jetzt gehst du gleich zu deinem Red Buff instant. Und sobald du davor bist, den Red Buff, dazu, also diesen Busch zu facechecken da, bei den Raptoren, machst du dein Red Trinket an, damit du siehst, ob, weil falls der Silas da ist, wird dann wo Ward gedroppt haben. Meinst du, der steht hier drin? Glaube ich nicht. Nee. Kannst du ihn einfach kiten wieder. Boah, ist aber trotzdem ein bisschen aufregend. Aber ich muss sagen, durch diese Dash-Mechanik und dass man den halt immer mit den Auto-Attacks so ein bisschen zurück, überlebt man erstaunlich lange mit Graves. Ja, ne? Also ist auch
Du brauchst eigentlich auch kein Leash und so, du bist eigentlich mehr frei. Geh zu deinen Crux. Mhm. Ja. Brauchst du nicht hingehen, farm einfach. Kann eh nicht so viel machen, glaube ich gerade. Ja. Jetzt gehst du am besten gleich zu deinen Raptoren, machst die und dann gehst du Base. Also, wie ist das so vom Tempo her? Wir haben jetzt fast 5 Minuten durch. Glaubst du, ich bin jetzt zu langsam? Oder? Also weil der 1.25 in Wert fehlgeschlagen ist, bist jetzt vom Tempo her ein bisschen behind, aber das stört Graves eigentlich nicht. Das ist eigentlich jetzt gutes Timing, um Bot zu gängen. Okay. Kannst du mal on my way ping. Und dann, wenn du gleich in den River reingehst, bevor du den Busch enterst, machst du wieder Red Trinket an. Du kannst jetzt einfach warten, warte einfach. Ja. Dann kriegt dein Bot jetzt einen Free Push und du kannst für die Scuttle Crypt gehen. Okay, ich gehe jetzt also zum Grump. Und ja, genau, Grump-Wölfe. Okay. Und guckst da am besten zu ganken ist die Botlane, wenn die Wave in einer besseren Position ist. Denn solange du die Gegner nicht wissen, wo du bist, kannst du immer, müssen sie dich theoretisch immer respektieren. Vielleicht kann der Alistair mal reingehen, da könnt ihr vielleicht was machen. Ja, das ist nicht schlecht. Setzt dein W, okay, nice, Flash bekommen. Ah, den hatte ich. Ja, die ist tot. Nice. Good job. So, und jetzt geh einfach in den Busch unten recallen und dann gehst du gleich Topside. Und was du jetzt machen wirst, ist, du wirst einfach Crux nehmen, dann Red Buff Raptoren und rennst auf Botside. Mhm. Und was du dann machen wirst, ist, entweder du gängst die wieder auf Bot, weil die Freekills sind, keine Flashes, auf Soraka zumindest. Ich glaube, Ash hat auch die Combo geflasht. Und dann könnt ihr Drake nehmen. Ja, bei Toplane kannst du eigentlich nichts machen, weil Cassio könnt ihr ja nicht ganken. Ihr habt kein wirkliches Gang-Setup. Mhm. Wenn die Q auf einen von euch trifft, dann würdet ihr euch einfach kiten. Da ist nichts zu machen. Machst du einfach ganz normales Jungle-Pathing vom Top nach Bot. Die Manier, in der man Solo-Q gewinnt, die ist komplett unkoordiniert. Also manchmal hast du einfach einen Fight und im Early, dann hast du 3 Kills und auf einmal ist das Game einfach over. Ja. Und dann Competitive passiert sowas nicht. Da musst du wirklich in die Materie reingehen und wirklich viel drüber nachdenken, welche Plays du machen kannst. Und du kannst auch nicht so blind ganken. Einfach hin und push die Wave mit dem. Das wird den vielleicht sogar stören, weil Leute in Low Elo, die denken meistens, das ist schlecht, wenn man als Jungler den Leuten hilft beim Auspushen. Ist aber gar nicht so. So, natürlich. Jetzt kannst du deine Wölfe nehmen, kannst auch einen Pot benutzen. Genau. Und dann schaust du gleich mal, ob du auf Bot ganken kannst. Schau mal, wie die Bot-Situation ist mit der Wave. Okay, pass auf. Musst du flashen zuerst. Okay, du kannst versuchen, mit der Ult rauszugehen. Jetzt brauchst du flashen, ja. Ja, das ist natürlich. Ja, gut. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte, die checken gar nicht, dass ich jetzt schon hier bin. Ich habe die Pflanze benutzt, ne? So, und jetzt als nächstes möchtest du am liebsten. Du kannst eigentlich für den Herald spielen. Soll ich also Herald jetzt gehen einfach? Oder? Nee, nicht anfangen, aber du kannst Stretching jetzt anmachen und kannst bei Mitte laufen jetzt. Der Set hat auch gleich Ulti ab. Jetzt kannst du reingehen. Oh, nice, schön. Ja, die habt ihr. Gut, nice. So, und jetzt gehst du einfach full clean wieder. Ja, dann kannst du mal hinlaufen, die TP'en auch. Also, oh, ja. Das wird gleich ein Zeit sein. Kannst du auf jeden Fall helfen. Oh, könnt ihr den Kill? Oh. Upsala. Das habe ich nicht gesehen. Mach einfach W, die stirbt. Ah, okay. Passt der Kassel auf? Ich will die jetzt haben. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Das war halt echt bad. Ja, die hast. Oh. Okay. Red's weiter den und kite einfach. Nach Topside, kite nach Topside. Aber der macht das, oder? Ja, der kann die Kassel töten, ja. Ja. Oh. Jin hat halt Angst, ne? Vielleicht kannst du dem Jin helfen, wenn er noch weiter fightet. Ja, das könnte vielleicht nicht schlecht sein. Egal, den haben wir. Jupp. Die müssen wir kriegen. Noch am Leben. Und ihr kann Flash schneiden. Das ist ein sehr schwieriger Fight, den müsst ihr nicht nehmen. Gehen wir es einfach raus. Oh. Okay. Oh. War not bad. Dein Team kann das gewinnen. Aber es ist ein 2-for-2. Ist okay. Dein Team ist auch gerade am Fighten. Musst du vielleicht helfen gehen. Ja, aber das ist, die hat noch mehr. Oh Gott. Du kannst vielleicht auf die raufflashen. Oh mein Gott, ich hab's selber bekommen. Ah, war close. Ich hätte dich zwar da gesehen, dass du über die Wand rüberflasht, aber eigentlich mit Grace machst du nicht für anderes, außer den 1.25 Invade. Aber wenn der funktioniert, dann ist komplett Game Over. Das heißt, wir machen jetzt den Red Buff, dann warnen wir hier. Richtig, und dann also in dem Fall, falls er da nicht startet. Wenn er da startet, dann nehmt er einfach den Fight. Und nicht rein. Was macht er da? Da musst du mal aufpassen, auf die Minion-Waves, dass du bei den Crux, wenn du hier langläufst, dass du da nicht gesehen wirst von den Minions. Aber jetzt konzentrier dich erstmal auf den Invade. Vielleicht sitzt er da. Oh nice. Okay, nee. Dann nimm den einfach. Kannst du noch tanken. Und jetzt kitest du den schon so. Oh, what? Oh shit! Auto, der kommt Spike! Oh shit! Okay, gerne. Oh shit! Komplettes Desaster. Ich hab gerade schon so. Da kommt er so, whoop! What? Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Also jetzt eigentlich, wenn der Gegner gut ist, ist jetzt für dich tatsächlich Game Over. Also gegen Sinsau, weil da kann ich jetzt dauerhaft fighten einfach. Hoffentlich reicht dein Red Buff noch, aber der läuft jetzt gerade aus leider. Aber das sollte ein Free Kill sein. Auto-Tag einfach und jetzt immer weiter in die Richtung positionieren, genau.
W jetzt. Und jetzt musst du vielleicht dein Flash nehmen, um ihn zu kriegen. Ah, kriegt ihr wahrscheinlich noch nicht mal. Nice, und jetzt raus. Oh, okay. Das ist ziemlich RIP. Ich versuche jetzt. Warte, kannst du executen? Ja, vielleicht kannst du executen. Oder haben die dich attackt? Oh, das wäre so gut. Okay. Oh no! Okay, kauf dir. Jetzt geflasht, ne? Kauf dir Red Smite, Double Longsword. Und dann gehst du zu den Crux. Oh no. Okay, dash einfach beim Dragon raus. Dash beim Dragon raus. Geh ins Dragon Pit. Oh, schöner W. Und du bist tot. Oh. Oh, ich hab falsch. Aber du wärst so oder so wahrscheinlich gestorben. Jetzt kannst du auch. Ja. Okay, das war. Sie ist aber auch extrem nah rangegangen, ne? Also. Sie hat ziemlich hart gefolgt, ja. Geh einfach Base und kauf deinen Warrior Upgrade. Mhm. Geh wieder top. Und diesmal kriegst du ihn. Hätte ich anders benutzt, aber abgesehen davon war das ein guter Gang. Na, aber keiner gestorben, wie es aussieht. Aber wir haben Bock. Okay, das ist gut. Sauber, schön. Und jetzt raus. 2-1. Sauber, Kalle, gutes Play. Oh, shit. Du klopfst dir gerade auf die Schulter und ich missplay einfach alles, ja, was man machen kann. Oh mein Gott. Oh, dann verlieren wir das. Ich dachte, dass du wärst raus, aber. War natürlich jetzt trotzdem sehr lehrreich, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, oder ich hoffe, ihr auch, einiges mitnehmen können. Ich hoffe, ihr macht es besser als ich. Ansonsten schaut bei DonArts vorbei, auf seinem Stream und vor allem auf Twitter und Instagram. Da ist der Junge auf jeden Fall aktiv. Und deine Tweets sind manchmal echt witzig, muss ich sagen. Also manchmal bin ich echt beeindruckt. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.